Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute haben wir den Startschuss für eine ganz besondere Reihe. Und zwar werde ich jetzt eine Reihe machen, wo ich in regelmäßigen Abständen von 3, 4 Monaten in etwa Teilnehmende bei uns aus dem Elite-Coaching interviewe und dann update-mäßig schaue, wie sie zurechtkommen. Ja, wir werden uns angucken, was ist der aktuelle Status quo, wo wollen sie hin und was sind die einzelnen Steps, die dafür notwendig sind. Und dann werden wir euch immer mitnehmen und mal gucken, okay, woran haben wir jetzt in der letzten Zeit gearbeitet und was können wir noch optimieren und was steht für die nächste Zeit an. Und heute ist der Startschuss für diese Reihe und zwar mit dem Merlin. Merlin, schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin ja auch schon selber lange Zuschauer deines Kanals und dementsprechend ist es auch eine Ehre für mich, quasi hier der erste Gast zu sein. Vielen, Das vielen Dank. Freut mich extrem, Merlin. Ich würde nur noch mal kurz zur Info an die Zuschauer. In der heutigen Folge soll es darum gehen, dass wir erstmal so ein bisschen, ich sag mal, den Status quo klären. Dass wir darüber sprechen, okay, was hast du bisher so alles gemacht? Was machst du jetzt gerade? Und dass wir mal so ein bisschen über dein langfristiges Ziel sprechen. Auch so ein bisschen, okay, was für die nächsten Semester zu tun. Und dass wir dann quasi in der nächsten Folge, die wird wahrscheinlich so in 2, 3 Monaten, werden wir das wahrscheinlich als Podcast dann machen, ne? Podcast findet ihr auch unten in der Beschreibung, dass wir dann darüber sprechen, okay, jetzt rückblicken für die letzten 2, 3 Monate, was lief da alles, was können wir noch optimieren und bist du weiterhin on track, ne? Also heute ist erstmal Vorstellung und deshalb würde ich jetzt direkt mal überleiten. Gib uns mal einfach eine ganz kurze Selbstpräsentation. Vielleicht, du weißt ja, die 3 wichtigsten Punkte jetzt sind vor allem Studium, Praktika und Engagement. Wie sieht es da so bei den 3 Punkten bei dir aus? Ja, ich studiere seit dem Wintersemester letzten Jahres BWL in Frankfurt und komme jetzt quasi ins zweite Semester. Mal gucken, wie sich der Semesterstart noch verschiebt. Ja, Praxiserfahrungen habe ich bisher in dem Bereich noch wenig sammeln können. Ich wusste zwar schon nach dem Abitur, dass ich in Richtung BWL gehen möchte, und auch fand auch immer schon das Thema Strategieberatung und Investmentbanking sehr interessant, aber hatte da noch keine Praxiserfahrung und hatte mehr oder weniger schon mal kaufmännische Berührungspunkte bei einem Schulpraktika in einer Werbeagentur, aber das war jetzt noch nicht die Rede wert, würde ich sagen. Okay. Und noch weiter zu meiner Praxiserfahrung, also ich bin seit Anfang des Semesters auch Teil einer studentischen Unternehmensberatung. Was auch auf jeden Fall, was ich zum Semesterstart gemerkt habe, gerade noch neben dem Studium diesen Praxisbezug liefert und einfach einen extremen Mehrwert auch bietet. Ja. Und ja, zu meinem Engagement. Ich engagiere mich sozial noch in einer Einrichtung von der Caritas und von der Diakonie, auch in Frankfurt, bei der Bahnhofsmission. Das ist auch sehr interessant. Zum einen natürlich der Aspekt, dass man noch, ich sag mal, was Interessantes oder was ein bisschen Besonderes im Lebenslauf stehen hat, aber auch aus dem Aspekt, dass man einfach seinen Horizont nochmal erweitern kann, nochmal über den Tellerrand schaut und auch irgendwie was macht, was so gar nichts mit dem Studium zu tun hat, aber halt einfach für die Persönlichkeit und auch für die Entwicklung, denke ich, einen sehr großen Mehrwert bietet. Auf jeden Fall. Und notentechnisch, dein Abischnitt war? Ja, mein Abischnitt war bei 2,0. Also gut, andere würden sich darüber freuen. Meinen eigenen Ansprüchen konnte ich leider nicht ganz gerecht werden. Was auch ein bisschen damit zusammenhing, dass ich noch Leistungssport gemacht habe oder auch immer noch mache und da dann ein bisschen reduziert für die Schule nur Zeit hatte, was im Nachhinein sicherlich ein Fehler war. Aber ich denke mir, das lässt sich im Studium noch deutlich verbessern. Genau. Ich meine, Noten sind auch nicht alles im Leben und dafür eine sehr coole sportliche Seite zu haben, ist auch nicht verkehrt und das kann man selbst für die Karriere, haben wir jetzt schon ein bisschen festgestellt, ist es auch nicht schädlich, wenn man sowas gemacht hat. Okay, dann würde mich vielleicht noch als letzter Punkt interessieren, du hast gesagt, du verfolgst den Kanal schon eine Weile, seit wann? Wie bist du so zum ersten Mal aufmerksam geworden? Also so gegen Ende meines Abis habe ich mich da ein bisschen quasi informiert, auch auf YouTube vorbeigeschaut. Und ich glaube, das erste Video, was ich von dir gesehen habe oder auf das ich gestoßen bin, war tatsächlich, was ich gerne vor meinem BWL-Studium gemacht habe. Ah, der Klassiker. Also eins der ersten Videos auch von dir, glaube ich. Ja. Und das fand ich einfach sehr interessant, weil es viele Sachen jetzt nochmal geliefert hat, die ich jetzt auch in meinem ersten Semester an Erfahrung gemacht habe. Ja. Und bin auch seitdem dran geblieben, weil die Themen immer sehr, sehr spannend sind und auch einen großen Mehrwert bieten und einfach auch nochmal eine ganz andere Seite zeigen. Und ich denke mir, dass viele Leute, die quasi ihr Abi gemacht haben oder nach dem Abi dann die Schule verlassen,
gar nicht so den Plan haben, was möchte ich machen, die wissen vielleicht grob eine Richtung, aber das ist dann in die Richtung auf jeden Fall nochmal ein deutlicher Mehrwert, um sich da ein eigenes Bild zu machen. Genau, ja. Und du hattest dich ja, glaube ich, damals, wo wir Karrierefreund announced hatten, hattest du dich auch relativ schnell eingetragen. Und dann haben wir gesagt, okay, du startest dann, du fokussierst dich jetzt noch voll auf die Klausurenphase und dann bist jetzt seitdem die Klausurenphase vorbei ist, bist du auch bei uns im Elite-Coaching, ne? Genau, also direkt nach meinen ersten Studiumsklausuren bin ich dabei. Genau, und hat sich seitdem noch mal ein bisschen was so perspektivisch auch wahrscheinlich getan, oder? Ja, also mein Bild, was ich später mal machen möchte, hat sich auf jeden Fall deutlich geschärft. Ja. Jetzt ich sag mal, großflächigen Bild, Investmentbanking oder Strategieberatung, dann doch schon eher in Richtung ja, M&A. Also Beratung ist immer noch ein Thema, finde ich auch sehr interessant, aber ich denke, dass die Zukunft eher dann Richtung IB geht, weil ich auch eigentlich das Ziel habe, nach dem Bachelor dann, wenn es möglich ist, direkt einzusteigen. Okay, perfekt. Ja, genau, weil vor allem im Investmentbanking ist es halt so, da nimmt sich das fast nichts, ob du jetzt nach dem Bachelor oder nach dem Master einsteigst. Und Ja. da ist es dann umso wichtiger, dass man früh anfängt mit den Praktika, ne? Das führt uns dann vielleicht jetzt zu dem nächsten Punkt. Erzähl mal so ein bisschen, wo geht's bei dir nach dem zweiten Semester hin? Ja, nach dem zweiten Semester, also ich bin sehr froh, dass ich schon mal ein Praktikum bekommen habe nach dem zweiten Semester, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber ja, ich habe ein Praktikum in der Inhouse-Beratung von einer großen Geschäftsbank. Und ja, was zum einen den Vorteil bietet, dass ich quasi nochmal so beide Komponenten irgendwie vereinen konnte. Also auf der einen Seite Beratung, auf der anderen Seite dann das Investmentbanking. Und ja, ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine super Praxiserfahrung, die nochmal viel auch in die Richtung Entscheidungsfindung bei mir beeinflussen wird, ob jetzt eher Beratung oder auch eher Investmentbanking. Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Ah, das freut mich echt für dich. Wie lange hattest du Zeit zur Interviewvorbereitung? Zur Intervievorbereitung hatte ich ungefähr 2,5 bis 3 Wochen. Also auf das Case-Interview hatte ich noch ein bisschen länger Zeit, aber habe mich dann auch quasi, als ich dann im Elite-Coaching war, direkt auf die Cases vorbereitet, weil man eigentlich nie früh genug damit anfangen kann. Ich hatte zwar schon so ein bisschen Erfahrung durch die studentische Unternehmensberatung, aber was da dann nochmal gefordert wird, ist nochmal ein Level höher, würde ich sagen. Ja, und ich meine, für die, also das ist echt, wir wollen jetzt den Namen nicht nennen, aber ich war dort auch in den Interviews in meinem zweiten Semester. Aber die haben mir gesagt, nee, ich bin einfach zu jung. Sie würden mich erst nach dem dritten Semester nehmen. Von dem her muss da auf jeden Fall ordentlich viel, viel richtig gemacht haben in den Interviews. Da kann es echt, also ein besseres erstes Praktikum geht eigentlich nicht nach dem zweiten Semester. Ja, war Weil auch. das Coole ist jetzt natürlich, du hast gesagt, Investmentbanking, M&A, aber Strategieberatung reicht sich auch. Hast ja gerade schon gesagt, zum einen kannst du es da jetzt beides mal ein bisschen kennenlernen. Und zum zweiten wird es jetzt halt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über die Zukunft sprechen, ja, was muss noch passiert sein, wenn du fertig bist mit dem Bachelor? Na, da sehe ich bei dir vor allem zwei große Komponenten, vor allem die Praktika. Das ist da halt, also im Optimum machst du halt schon während des Bachelors irgendwie ein Tier One oder Elite-Boutique-Praktikum, weil dann ist halt quasi eigentlich safe, dass du nach dem Bachelor auch schon in der Liga einsteigen kannst, wenn soweit alles richtig läuft. Und der zweite Punkt sind halt die Noten. Ja, Investmentbanking ist notentechnisch nicht ganz so wichtig. Du kannst es auch durch den Leistungssport auch wieder ein bisschen ausgleichen. Ja, das ist auch immer so, sage ich mal, eine leichte Excuse dafür. Aber so ein Platz auf der Dienstliste wäre jetzt natürlich schon ganz cool. Und das wäre jetzt vielleicht der nächste Punkt, wo wir so ein bisschen darüber sprechen. Jetzt das erste Semester ist vorbei. Was hast du da jetzt gerade für einen Schnitt? Ja, also ich habe ja 3 Klausuren geschrieben, 2 im Einserbereich, also einmal 1,0, 1,3. Die dritte Klausur oder beziehungsweise es war meine zweite Klausur, die ist leider dann im Zweierbereich gelandet, also 2,3. Was jetzt auch kein Beinbruch ist, aber vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass quasi so die erste Klausur ist, die man schreibt und ich das vielleicht auch am Anfang ein bisschen falsch angegangen habe, weil man das aus Schulzeiten halt nicht so kennt. Da kennt man die Abi-Klausuren, die maximal so in die Richtung kommen. Von dem Niveau her, was man dann an der Uni absolvieren muss. Und ja, ich denke mir, dass es nicht an meinem Verständnis gelegen hat, sondern eher so ein bisschen an der Einstellung der Nervosität. Und ja, da würde ich auch rückblickend sagen, dass ich die Klausurenphase eventuell ein bisschen falsch angegangen bin. Also da auch auf jeden Fall für meine nächsten Semester deutlich früher noch anfangen werde mit der Hast Vorarbeit. die Sachen im Elite-Coaching schon dazu angeschaut?
Ja, im Elite-Coaching habe ich auch schon mir schon das eine oder andere dazu angeschaut und ja, ich denke, das hätte ich vielleicht früher mir Ja. schon mal angucken sollen, Weil das Ding ist aber natürlich, die Klausuren, die waren echt machbar, scheinbar. Weil einer bei uns aus dem Workshop, der auch in Frankfurt jetzt war, der hat jetzt überall dann 1-0 gemacht. Das heißt, in Statistik war die nicht so gute Note, ne? Ja. Das ist halt echt so das Allerwichtigste im BWL-Studium. Oder das wurde allgemein auch immer schon in irgendwelchen Studien bewiesen, dass halt Übung den Meister macht, ne? Und die Übung kriegst halt nur hin, wenn du von Anfang an mit einem guten Plan das Ganze durchziehst, sodass du halt am Ende die letzte Zeit halt nur noch für die Altklausuren benutzen kannst. Aber ich meine, wenn du jetzt immer am Ball bleibst, dir jetzt schon die Semesterstruktur durchplanst, jetzt am besten schon ein bisschen anfängst durchzuziehen, während die anderen noch irgendwie nicht wissen, was zu tun ist und nur Netflix quasi angucken, dann wird das echt kein Problem, weil, wie du ja gesagt hast, allgemeines BWL-Studium ja keine absolute Rocket Science. Sondern ein relativ, ja, halt ein lernintensives Fach. Ja, aber wenn man da mit einer guten Struktur rangeht, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und solange der Einserschnitt gehalten wird, ist eigentlich für auch Top-Investment-Banking noch alles drin. Ja, je besser, desto besser natürlich. Also im Optimalfall sage ich immer so 1,5 oder besser ist so woran man so auf jeden Fall aimen sollte. Aber dann ist halt bei dir vor allem auch wichtig, dass du in solchen Fächern wie Accounting und Finance oder Finanz, ich denke mal, das wird auch der Schwerpunkt sein, den du wählst, oder? ja, also mit Sicherheit. Also ich war am Anfang auch ein bisschen an Richtung Economics interessiert, aber ich denke, Finance und Accounting wäre mit Hinblick auf die Zielsetzung schon das Ja, sinnvollere und Modul. jetzt auch Finance und Accounting, da ist halt so, wenn du es halbwegs kapierst und wenn du gut lernst, dann ist halt 1,0 oder 1,3 safe. Und jetzt bei Economics, da kann es halt schon mal sein, dass die Klausur richtig kompliziert wird oder so. Oder man merkt, also ich finde vor allem bei solchen volkswirtschaftlichen Fächern, da ist immer, das wirst du jetzt im nächsten Semester, habt ihr Einführung in die Volkswirtschaftslehre, ne? Genau, ja. Genau, dafür geht es noch nicht los, aber wenn du dann solche Fächer wie Mikro oder Makro hast, da wirst du dann merken, das ist nicht so wie in so einem Mathemat oder in so einem Finanzenfach oder so. Da musst du einfach viel lernen und es ist einfach kontinuierlich. Verstehst du mehr? In diesen volkswirtschaftlichen Fächern, da ist es meistens so, entweder du checkst es oder du checkst halt nicht. Und wenn diese eine Gedanken, diese eine Verknüpfung von zwei so Synapsen in deinem Gehirn, die dazu führt, dass du es auf einmal kapierst, halt nicht rechtzeitig kommt, dann stehst du halt richtig doof da. Und von dem her ist allgemein meiner Meinung nach so ein Finanzen, so ein ganz klassischer BWL-Schwerpunkt halt die safeste Nummer. Und im Investmentbanking natürlich. Ich meine, wir haben ja bei uns im Elite-Coaching. Hast du das schon gemacht, die ganzen IB-Vorbereitungssachen noch nicht, oder? Nee, also so weit bin ich noch nicht gekommen, aber das sind auf jeden Fall dann die nächsten Module, die ich mir angucke. Genau, ja. Also, da ist halt schon auch so, sag mal, selbst wenn du einen Finance- und Accounting-Schwerpunkt hast, selbst am Ende vom Studium lernst du immer noch nicht das, was du für IB brauchst, interviewmäßig. Das heißt, du musst dir immer noch selber beibringen. Aber immerhin sorgt es für ein gewisses Grundverständnis schon mal. Und wenn du eh dich parallel auf Interviews vorbereitest, dann ist halt der Stoff, den du in der Uni lernst, halt, sage ich mal, weniger anspruchsvoll als die Interviews. Von dem her nimmt sich das, geht es dann Ganze, das beide dann auch sehr gut Hand in Hand voran. Okay, sprich, nächstes Semester gehen wir jetzt erstmal darauf an, die Noten nach vorne zu pushen. Engagement, würde ich sagen, sieht bei dir schon sehr gut aus. Da würde ich mich auch wirklich auf die Noten jetzt nochmal fokussieren, weil das nächste Semester mit gleich 5 Klausuren und ein Sommersemester ist auch nochmal deutlich härter als das Wintersemester. Dann, ja, das Praktikum wird mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit schon stattfinden. Wir hoffen halt, dass es jetzt nicht zu hart irgendwie ins Semester reinragt. Ja, wie ist es dann bei dir? Ja, wobei, soweit ich das weiß, nach neuestem Stand wird sogar der Semesterstart in den November eventuell verlegt. Das heißt, ich hätte noch mal mehr Zeit Ah, okay. in den Semesterferien quasi. Muss halt nur gucken, dass die Klausurenphase vom Sommersemester möglichst nicht nach hinten verschoben wird, dass die nicht ins Praktikum fällt. Das wäre Ja. ein bisschen blöd, aber Aber ich das denke, ist, machbar. also ganz ehrlich, für das Praktikum, da würde ich sogar in Kauf nehmen, mal in der Klausur eine 0,7 schlechter oder so zu schreiben. Ja, Also ich denke auch, selbst wenn der Worst Case eintreten sollte, und ich kann es ja jetzt schon ein bisschen abschätzen, dann werde ich mich auch dementsprechend vorbereiten, dass ich dann da in der Phase auch trotz Praktikum noch die Klausuren möglichst gut schreibe. Das ja, denke ich genau. auch. Und vor allem mit unserer Strategie, da bist du eigentlich schon so ready 2, 3 Wochen vor den Klausuren, dass man da möglichst eine 1,0 oder 1,3 schreibt. Von dem her
die ein, zwei Tage davor nochmal wiederholen, das braucht man dann auch gar nicht mal so unbedingt. Okay, das ist also quasi Noten, technisch, engagementmäßig, wie gesagt, muss bei dir nicht mehr so viel gehen. Goethe-Uni, bist schon mal an der Target-Uni für Investmentbanking, sprich, da muss ich jetzt auch nichts mehr ändern. Das Einzige, was jetzt einfach nur noch fehlt, ist quasi unsere Praktika-Pyramide quasi empor zu klettern. Das heißt, Optimalfall wäre quasi nach dem dritten Semester, sagen wir mal, dann zum ersten Mal richtig Corporate Finance, Investment Banking, M&A-Erfahrung, halt eher bei einer, sag mal, unbekannteren Boutique, kleineren Bank. Und dann, je nachdem, ob du ein Auslandssemester machst, entweder vor dem vierten Semester oder danach entweder vor dem fünften Semester oder quasi sobald du dann im Januar oder so zurückkommst, da dann wärst du dann theoretisch ready schon fürs richtige IB-Praktikum. Ja, genau. Also das ist quasi jetzt erstmal so der Fahrplan, dass ihr da Bescheid weißt. Und du bist committed durchzuziehen. Das Geile ist jetzt halt auch, du weißt halt, dass es einfach so funktioniert, ne? Du musst jetzt nur noch machen. Genau. Ja, also der Ja. Plan steht und man muss nur noch sich an die Arbeit machen, genau. Das ist mega cool. Merlin, hast du noch irgendein abschließendes Wort, was du den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben solltest, die vielleicht, sagen wir mal, in deiner Situation sind, vielleicht jetzt gerade vorm Studium stehen, was sie auf jeden Fall noch irgendwie auf dem Schirm haben sollten. Ja, auf jeden Fall sich früh genug zu informieren, weil ich kann mich noch zurückerinnern, als ich nach dem Abi quasi dann vor der Entscheidung stand, was mache ich, wie mache ich es, sich da auf jeden Fall früh genug die Erfahrungen und Erfahrungswerte vor allen Dingen von anderen Personen zu holen. Ja. Und ja, gerade was den Bereich Wirtschaft angeht oder Wirtschaftswissenschaften allgemein, kann man nie früh genug anfangen mit der Praxis, weil die fehlt im Studium einfach extrem. Und wenn man dann im Studium natürlich merkt, okay, das ist doch gar nichts für mich, das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Deswegen da früh genug auf die Suche machen und dann steht ihm nichts im Wege. Alright, super. Merlin, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Leute, lasst auf jeden Fall mal einen dicken Daumen hoch da und natürlich auch einen netten Kommentar. Ich finde es richtig cool von dir, dass du hier dabei gewesen bist. Und ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass es natürlich auch den einen oder anderen von euch nochmal ein bisschen mehr motiviert hat, quasi hohe Ziele sich zu stecken und dann alles daran zu setzen, diese Ziele zu erreichen. Und nochmal eben der Appell, ja, das Thema BW. Ich meine, wer halt durch das BWL-Studium oder Vivi-Studium geht und halt einfach nur so vor sich hin studiert, ich finde das halt irgendwie so ein bisschen eine Verschwendung, weil du kannst halt, es ist nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ja, du musst halt nur wissen, was abgeht und dann musst du nur noch umsetzen und dann hast du einfach so viele Möglichkeiten und ich finde es halt einfach schade, wenn man das einfach so ein bisschen passieren lässt. Von dem her, nehmt euch ein Beispiel an Merlin und zieht durch. In diesem Sinne, freuen wir uns über einen Daumen hoch oder was auch immer und dann bis Genau. zum nächsten Video. Viele Grüße, David und Merlin.